Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka. Weiter geht's mit unserer kleinen Stadt Slovice, die gar nicht mehr so klein ist. Sie hat allerdings hier an vielen Punkten zu wenig Eingangsressourcen, vor allen Dingen bei den Kaffeeröstereien. Das habe ich jetzt gerade gesehen, aber ist auch klar, unsere ganzen Kaffeebohnenfelder sind natürlich jetzt im Winter noch nicht fertig. Aber wir werden das schon schaffen, dass hier ein bisschen was reinkommt. Ich würde sagen, dass wir trotzdem, obwohl nee, wir warten mal bis zum nächsten Jahr, die Kaffeegenießer plus 50% Produktivität und so, ne? Also haben wir hier schon gemacht, 41, 47, wir gucken mal, wie viel Kaffee wir rauskriegen, obwohl nee, 41 Kaffeebohnen verbrauchen wir trotzdem, insofern machen wir das mal. Wir haben genug Geld, wir können die verbesserte Röststufe auch schon mit dazu packen, auch Papier haben wir genug. Und mittlerweile können wir jetzt auch die Kaffeestadt mit reinbringen. Und das machen wir auch bei den anderen. Kaffeestadt und auch hier die Kaffeestadt. Allerdings haben wir noch keine 4 Röstereien, sondern nur 3. Aber gut, es wird schon gehen. Das gleiche gilt hier beim Töpfer. Und da haben wir das alte Problem. Aber jetzt bauen wir ja gerade eine Lehmgrube. Insofern sollte das auch sich mit der Zeit vielleicht ein bisschen schon ausbalancieren. So, liebe Freunde, ihr habt vielleicht gesehen gestern Abend, ich mache mal ein bisschen Werbung für die zweite, für das zweite Aufbauspiel. Ich habe gestern begonnen, Patron zu spielen. Ich habe die Release-Version jetzt schon eine Woche vorher bekommen, also freut mich, wenn ihr damit reinschaut. Wahrscheinlich habt ihr es schon, es läuft gerade ganz gut. Ich nehme das hier abends auf und das Video ist gerade veröffentlicht worden. Sieht ganz gut aus, kommt gerne mit dazu. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Hilfe, dass ich da nicht gleich wegsterbe. Insofern schaut rein, kommentiert und helft dem Kanal. So, wir machen aber hier weiter natürlich. So, wir haben hier unten, unsere Käferstadt hat sich auch schon weiter ausgebaut. Da sind auch Häuser Stufe 5, das ist nicht schlecht, sogar Stufe 6 kommt schon. Das ist doch gut. Da können vielleicht die Lieferdienste ganz gut funktionieren. Irgendjemand von euch hat geschrieben, ich habe jetzt nicht nochmal geguckt, dass er mit Lieferdiensten eine gute Erfahrung gemacht hat. Also, dass die gut funktionieren, auch in so kleinen Enklaven außerhalb. Und auf die Frage, was sollen eigentlich Kiffer mit Bibliotheken oder Schulen? Also eine Schule haben wir extra nicht gebaut, aber in der Bibliothek, ja, das Anarchistenhandbuch zum Beispiel holen die sich und wie dreht man den besten Joint und so. Das, ich glaube schon, die gehen da durchaus mal in die Bibliothek. Da gibt es Informationen auch für sie. Ich bin mir ganz sicher. So, Kakao wäre noch was Schönes. Kakao wäre was Schönes. Das können wir auch tatsächlich nur dort oder hier hinten machen. Haben wir da schon Felder angelegt? Ich glaube nicht. Ich lasse das jetzt sogar mal so. Theater wollen wir noch bauen, richtig. Und hier gibt es mittlerweile auch jetzt die Kolonien, die haben wir auch schon erforscht, stimmt. Also theoretisch könnten wir jetzt, ich guck mal ganz kurz, ob das geht, wenn ich jetzt hier sage, Kolonie kostet 15.000 oder 20.000 hier für die Hafenkolonie, können wir da einfach eine neue Kolonie bauen, irgendwo anders. Und das geht wahrscheinlich auf der ganzen Karte, nehme ich mal an. Das wäre die Kifferkolonie gewesen hier. Warte mal, geht das? Geh mal kurz ran. Hafenkolonie. Dock muss zum Wasser hin, ist klar. Aber würde gehen. Also wir könnten das noch deutlich vergrößern. Schauen wir nochmal. Aber erstmal, glaube ich, bleiben wir mal bei uns nochmal eine Runde. Denn ein bisschen was zu tun haben wir noch. Und ich mag es ja irgendwie auch, dass es alles so verbunden ist. So, Felder. Felder für Kakao. Also hier auf jeden Fall überall. Geht das hier vorne auch noch? Wie groß ist denn das Feld? Kannst du mir das nochmal zeigen? Bis da geht's. Man muss das immer echt so ein bisschen... Ja, könnte so gerade so hier so ein paar Ecken. Aber vielleicht machen wir es einfach in groß. Dann müsste da wahrscheinlich nochmal ein Häuschen hin. Und eine Straße. Aber das lässt sich ja machen. Ich fange mal hier unten an. Hier irgendwo und probiere wieder die Maximalgröße rauszuholen. Wo war das nochmal? So, ne? Ja.
64. Feld Nummer 1. Mal gucken, wo wir das nochmal hinkriegen. Unten drunter. Hier wahrscheinlich frühestens. Nee, ist sogar falsch. So müsste es. Nee, Moment. Ah, ist aber auch nicht so einfach. Das sind 56, das sind 63, weil wir das aber ein bisschen schräg bauen. Moment. Ich fange mal. Oder wir bauen es hier oben daneben. Darf man eigentlich über das andere Feld drüber, wenn wir das jetzt kaufen würden? Warte mal, ich kaufe das mal hier ganz kurz. Mit Geld. Wäre es dann noch möglich, dort auch Kakao anzubauen, frage ich mich gerade. 95%, geht das? Kakao? Nein, geht nicht. Okay, dann müssen wir es lassen. Hier soll auf jeden Fall Kakao angebaut werden. Dann reiße ich das andere Ding wieder ab und baue ein neues Feld. Es muss scheinbar komplett im Kakaobereich liegen. Das wird jetzt natürlich wieder schwieriger, aber wenn wir das direkt darunter packen, wir sind ja mittlerweile so ein paar Sachen auch ein bisschen wurscht, also ob da jetzt ein bisschen weniger Platz verbraucht wird, ist eigentlich egal. Machen wir mal 3 so eine Kakaofelder hier noch, weil Kakao kommt direkt nach Kaffee in der Wichtigkeit, würde ich sagen. So, Feldweg, nein, wir bauen nur noch Steinstraßen, wir haben genug Stein, dies bauen wir hier rum. Das muss jetzt hier rüber. Ist genau nicht hoch genug. Aber wo machen wir die Ecke? Ja komm, machen wir da die Ecke. So. Nein, nur da. So, das könnt ihr abbauen auf dem Weg. Das könnt ihr direkt benutzen. Die Bäume müsst ihr auch abhauen. Und wahrscheinlich braucht ihr hier auch ein Häuschen. Ja, das wird dann eben nicht das Kifferhäuschen, sondern das Kakaohäuschen. Das ist in Ordnung. Attraktivität 70. Auf der anderen Seite ist es schöner. 81, 85. Es passt halt nichts mehr oben drüber, ne? Aber ist das wichtig? Nö, oder? Hier ist auch ganz schön, aber da können die Leute wieder... könnten wir noch weitere Felder machen, glaube ich. Ich lasse es mal auf dieser Seite. 79. Ein Haus kommt da noch mit dazu. So, wir haben Haufen von allem. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. 73 Häuser Stufe 6 haben wir mittlerweile. Das heißt, weit ist es nicht mehr ins Industriezeitalter. Wenn wir denn schnell genug forschen würden. Ja, ja, das wissen wir nun wahrlich. So, Servicequalität für die Häuser. Servicequalität 126, 125. Würde hier tatsächlich am meisten Sinn machen wahrscheinlich, ne? Wobei, hier sagt er Servicequalität 119. Ich muss mir das nochmal durchlesen. Steigert die Zufriedenheit der Besucher. Servicequalität 70. Was steht denn hier bisher an Servicequalität? Oh, Möbelwerkstatt könnten wir noch verbessern. Haben wir jetzt eigentlich hier 24 Möbel, haben wir gerade. Wir werden das auf jeden Fall mal aufs Aufklärungszeitalter verbessern. Und auch noch einen Arbeitsplatz, oder? Ich gucke mal ganz kurz auf unsere Arbeiter. 76 Arbeiter haben wir. Alles klar, dann können wir das machen. Auch den Minimalismus und auch die Möbelstadt. Das sollten wir sowieso überall machen. Falls wir es noch nicht getan haben. Hier hinten sind noch 2, richtig? Jawohl, ich mache das mal mit Shift hier. Das ist dann auf 2. Auch überall noch ein Arbeitsplatz und überall die Möbelstadt. Wunderbar. Auf 2, auf 2, auf 2, auf 2, auf 2 angewendet. Hervorragend. Damit sollte die Möbelproduktion auch ordentlich nach oben gehen. Und die Keramik kommt eben dann, wenn das Ding fertig ist. Was es jetzt ist, das verbessern wir auch. Auch da gibt es noch einen Arbeitsplatz. Und auch hier machen wir alles, was geht, den großen Brennofen, noch einen Arbeitsplatz und die Töpferstadt, die wir vielleicht auch jetzt... Ah, hier können wir die Maurerstadt, aber eine Ziegelei haben wir gar nicht, eine zweite. Aber das reicht auch, was wir da haben. Momentan zumindest. Und da können wir nichts mehr machen. Vielleicht hier in der
Ne? Bierbrauerei brauchten wir auch nicht mehr, aber die Töpferstadt hier, die können wir jetzt machen. Wunderbar. Ausgabeinventar ist voll in der Sandmine. Ja, mit dem Glas haben wir uns noch nicht so, obwohl doch, wir haben 1500 Einheiten Glas. Also so ein paar Sachen, die brauchen gar nicht so viel, muss man sagen. So, hier haben wir die ganzen Kaffeefelder. Das wird jetzt alles bebaut. Okay, dann sieht das nicht schlecht aus. Wir könnten nochmal Borkhild ärgern. Einfach aus Lust an der Freude, weil wir gerade 19.000 Einfluss haben. Das Feld wollte ich gar nicht haben. Das Gebiet vielleicht hier. Das ist eine Wasserkachel mit sehr vielen Weizenfeldern. Das ist so fies immer wieder. Aber es gibt hier Wein. Wein ist nicht schlecht. Warum baut ihr da? Komm, wir erobern das mal. Wir haben begonnen, Borkhild anzugreifen. Mal schauen. Obwohl, ein bisschen verstärken tue ich schon mal. Auf 1000. Wir haben so viel, ey. Wir können auch gleich... Komm, wir können gleich hier mehrere Teile nehmen, oder? Hier alles angreifen. Borkhild angreifen. 1, 2 und hier oben auch nochmal. Wenn es geht. Jawohl, 1000. So, das kostet jetzt einiges, muss man sagen. Da haben sie gleich verstärkt. Wir verstärken da auch nochmal. Wir verstärken auch hier nochmal auf 1000. Wir haben immer noch 11.000 übrig. Und verdienen 1500 pro Runde. Das sollte funktionieren, glaube ich. 1400, 1400, 1200. Sie wissen gar nicht, was sie zuerst verteidigen sollen hier. Nikola starb in der Zwischenzeit an Altersschwäche und wir haben nicht genug Häuser. Mittlerweile aber 74 auf Stufe 6. Jetzt 75. Hier verbessern sie auf 600. Da auf 400. 800. Da verbessern wir jetzt auch. 1, 4. Haben wir immer noch 8000 übrig. Ah, jetzt gehen sie ganz schön dagegen. Mal gucken, ob es für uns reicht hier. 10.000 wieder. Na komm. Ich muss hier leider bleiben jetzt erstmal, aber wir haben jetzt frühen Sommer, also obwohl, na komm, wir können ja mal gucken gehen, wie es bei uns bei den Kaffeefeldern aussieht. Da oben, ne? Braucht kein Mensch die Sachen. Aber gut, ärgern macht Spaß. So, Kaffeefelder. Naja. Ich habe mal Kaffee gesehen, irgendwo in Thailand war ich mal. Da habe ich mal Kaffeefelder gesehen. Das ist schon lustig, weil das sind tatsächlich diese kleinen roten Bohnen, ja, die da an den Dingern wachsen. Ja, und Borkhild wehrt sich nicht weiter als 1000. Sieht also gerade recht gut aus. Scheint zu klappen. Scheint zu klappen, Borkhild böse zu ärgern für Felder, die wir nicht brauchen. Aber Befriedigung gibt es trotzdem. So, wo ist Borkhild noch? Bis da geht's. Das ist noch eine Waldprovinz hier. Was haben sie da gebaut? Eine Taverne. Sie haben schlechte Wohnungen hier überall. Kleine Hutzelhäuser. Aber wir haben gleich, die ersten zwei haben wir gleich schon erobert. Das da oben sollte klappen. Es sterben ein paar in Altersschwäche. Wir brauchen noch mehr Häuser, ist das zu fassen. Wir haben schon so viel gebaut. Kohle sieht auch wieder okay aus. Im Sommer brauchen wir es natürlich nicht. So, zack, das haben wir schon mal. Das haben wir schon mal. Und hier sieht es auch gut aus. Wir könnten einfach weitermachen. Okay, Gerard hat deine Stadt verlassen, weil er obdachlos ist. Wo bauen wir jetzt die nächsten Gebäude weiter? Wir können hier weiter reingehen, zumindest mal mit Zweien. Und dann müssen wir aber irgendwann mal aufpassen, wobei wir Holz wirklich genug haben. Bei der Nahrung bin ich mir halt nicht sicher, ob wir irgendwann hier in Orangenprobleme kommen. Weil Kartoffeln verarbeiten wir jetzt da. So, Fleisch ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel hier. Aber komm, ich glaube, wir können hier durchaus nochmal zwei Häuser reinbasteln. Hier so. 1,
Oder machen wir drei sogar? Es passen genau drei rein. Machen wir drei. Drei Häuser hier unten nochmal hin. Die sollten vielleicht sogar noch... Nein, von der Schule nicht. Von der Bibliothek so ein bisschen. Aber vom Markt werden sie noch bedient. Und wir haben die Bank abgeschlossen. So, 76. Vier Häuser noch. Vorher, was machen wir noch? Den Schokolatier. Natürlich. Für die neuen schicken Kakaoplantagen. Auf der anderen Seite, die Bank kaufen wir mal. Die bringt plus 50 Einkommen aus Luxusvita. Für alle umliegenden Häuser der Stufe 5 plus. Das bringt schon mal einiges auf jeden Fall. Könnten wir hier ranbauen. Jetzt hätten wir es ja. Das passt doch hervorragend hierhin. Wir könnten diesen Lagerplatz sowieso mal abreißen eigentlich. Aber komm, warum nicht? Dann kommt die Bank gegenüber von der Steinmine. Macht das Sinn? Eigentlich nicht. Sie auch dahin bauen. Aber komm, da unten kommt noch eine zweite hin. Da kommt eine Bank hin. Bank oder Stein? Kohle oder Kohle? Ja, gegenüber von der Kohlemine müsste es eigentlich sein, ne? Na gut. Bla. So, Fisch. Ah, hier, guck mal, das müssen wir auch nochmal verbessern. Das haben wir auf drei Fischerhütten. Saftige Köder auf zwei Fischerhütten. Profi-Angelausrüstung, das sind auch zwei. Und auch die kriegen noch mehr Arbeitsplätze. Denn ich bin mir nicht sicher. Also wenn wir 97, jetzt haben wir 98 Arbeiter momentan. Jetzt 92. Also da kann man schon noch ein bisschen Arbeitsplätze überall dazugeben. Ich kann sowieso mal alles durchgucken eigentlich hier. Nochmal alle, ja, Schweinefarmen. Noch ein paar Farmen wäre auch nicht schlecht, ne? Vielleicht bringen wir die hier unten noch ran. In der Nähe von der Kifferkolonie. Wir haben Schaf, Schweine, aber die... Warte mal, die... Gab's nicht noch? Blaubeeren haben wir immer noch nicht genug. Wo ist denn die... Es gab doch noch eine Rinderfarm. Die kommt noch, ne? War die hier drin? Hier ist die Rinderfarm. Zauberpilzfarm geht auch. Wir haben die 80 Häuser, oder was? Ach so, nee, hier ist 80 Häuser Stufe 4. Aber wir haben noch nicht 80 Häuser Stufe 6. Sollte aber wirklich nicht mehr allzu lang brauchen. Das ist schon auf Stufe 2. Da, na, ich warte jetzt erstmal die beiden ab. Häuser Stufe 1. Das sollte alles relativ zügig gehen. Brauchen wir noch ein Lagerhaus vielleicht für den ganzen Kaffee hier? Wo wird denn der jetzt gerade hingebaut? Es wird ein bisschen unübersichtlich, ne? Kaffeerösterei, Kaffee, Kaffee. Obwohl, hier ist das Lagerhaus. Oder? Da ist ein Lagerhaus. Da sollt ihr das bitte alles mal hinbringen. In dieses, na? Lagerhaus. Es ist ein bisschen versteckt, das Lagerhaus. Nicht ganz einfach. Darüber bitte bringen. Sie sind auch gerade dabei, es schon abzubauen. Da sind die ersten Bottiche mit Kaffeebohnen. Sehr schön. Gut. Dann hoffe ich mal, dass ihr das hier macht. Und ihr sollt das auch dahin bringen. Das ist das Nächste, was es gibt. So, und dann können wir uns überlegen, wie wir uns hier weiter ausbreiten. Ob wir jetzt hier noch weitere... Also wir können auch noch weitere Felder bauen mit allem möglichen Kram. 2,5 sind wir jetzt bei den Orangen. Die Produktion ist wieder schwächer als der Verbrauch momentan. Aber es kann sein, dass es jetzt im Herbst nochmal nach oben hüpft. Bank wird auch gebaut. Hier unten ist auch schon alles auf Stufe 6. Interessanterweise, auch die Kifferleute machen das auf Stufe 6. Die Felder brauchen jetzt noch ein bisschen. Da sollte wahrscheinlich auch ein Lagerplatz hin. Was haben wir hier? Hirsche. Naja, wir könnten jetzt schon noch... Wir könnten schon auch noch hier unten einen Förster brauchen wir gerade nicht, aber so einen Obstsammler hier unten. Warum nicht, oder? Wir wollen das hier nicht so groß ausbauen. Wir können da schon nochmal sagen... 122 Fruchtbäume. Hier sind sogar noch mehr. 131, 131, 131.
Na los, bauen wir da noch einen Fruchtsammler hin. 21 Immigranten aus Borkelt wollen zu uns kommen. Naja, wir haben ihnen gerade ganz schön was abgenommen. Wir haben Wohnraum für 500. Es wird ein bisschen eng. Aber kommt mal rüber von Borkelt. Das müssen wir quasi machen. Und dann müssen wir schon wieder für Häuser sorgen. Ja, wollen wir jetzt, in welche Richtung gehen wir noch weiter? Oder wollen wir hier unten Richtung Kapelle, Kathedrale meine ich, noch ein bisschen was machen? Hier gibt es ordentlich Kartoffeln. Haben wir hier, da ist die Bäckerei, haben wir hier unten eigentlich schon unsere Wodka-Distillerie gebaut? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist nur die Bäckerei da, ne? Dann sollten wir hier unten nochmal Wodka machen. Ich glaube, wir haben es hier noch nicht gemacht. Ich glaube, wir haben die nur auf der anderen Seite. Wodka, 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 Distillerie. Mögen die Leute nicht, aber die Mönche hier, die machen Wodka sehr, sehr gerne. Bauen wir das daran? Wodka-Distillerie neben der Kathedrale, macht das Sinn? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist das Beste, was man sich überlegen kann. Und wir sollten vielleicht aber trotzdem noch ein Lagerhaus auch hier haben. Es wird echt voll hier. Ein Lagerhaus hier rüber bauen, wo diese Kartoffeln hin sollen. Auch. Dahin, wenn es denn dann irgendwann geht. 1, 2 und 3. Dann hat die Wodka Distillerie auch ordentlich was zu tun. So, Theater, Logistikbüro, Stadt verlassen, das geht jetzt ratzfatz, das ist natürlich nicht gut. So, Kartoffeln, wir könnten noch mehr Kartoffeln anbauen und wir können auch hier jetzt mal, ich baue hier einfach weiter, neben die Kaffeerösterei, weitere Häuser, ah, da ist die Straße, ja okay, hier dran lang. Sieht hier alles gut aus. Naja, es wird eng, aber es reicht noch. Und wir haben so viel Kohle, man gar nicht weiß, wohin damit. Ich traue mich noch nicht so richtig mit dem Förster und so weiter. Aber es müsste eigentlich okay sein, oder? Wir können hier unten auch nochmal einen Förster ranbauen. Das wird eine richtige Stadt jetzt hier. Da sind auch nochmal Kaffeebohnen. Na los, komm. Wir bauen hier noch Häuser hin. Was soll der Geiz? Da passt es ran. Mindestens eine. Es ist hier allerdings auch fruchtbares Land, wenn ich das richtig gesehen habe. Ansonsten, Appeal ist auch gut. Warte mal, ist das überhaupt fruchtbar oder ist das der Appeal? Nee, es ist der Appeal. Ich baue jetzt hier mal weiter. 1, 2. Machen wir erstmal mal 2 Häuser. Wir hauen denen jetzt hier einfach den ganzen Wald ab. Deswegen bin ich doch ein bisschen vorsichtig. Aber die Jagdhütte und so weiter, die sollten das trotzdem alles hinkriegen. Wahnsinn, was hier los ist mittlerweile. Der Schokolatier wird gemacht. Industriezeitalter ist bereit. Wir haben die 80 Häuser. 83 haben wir sogar schon und jetzt ist das Einzige, was wir nicht mehr machen können, wären 100 Häuser Stufe 8. Stufe 8 ist jetzt allerdings mal eine andere Geschichte nochmal. So, es wird früher Winter, wir haben aber okay Nahrung, es ist jetzt nicht mehr als im letzten Jahr, aber es ist genauso viel. Wir haben mittlerweile 557 Möbel, auch das ist gut angelaufen. Bier ist genug da, Cannabis ist da, Keramik ist da. Wir haben Kleidung, Kerzen, Kaffee und Wodka. Und Kaffee und Wodka wird nochmal deutlich mehr werden. Und jetzt müssen wir uns Richtung Luxusgutstufe 3 bewegen, damit wir das Ganze auf Stufe 8 kriegen, die Häuser. Läuft die Einwanderungsbehörde gerade? Nein. Okay. Also, wir haben den Schokolatier, damit sollten wir dann die Schokolade schon mal herstellen können. Wir sollten wahrscheinlich auch Richtung Rinderfarm nochmal gehen.
Aber jetzt gucke ich mich kurz mal um und ich glaube, ich möchte das Industriezeitalter schon mal freischalten. Einfach damit wir da ein bisschen was machen können. Dann können wir hier Beton aus Stein und Sand herstellen. Da können wir bestimmt nochmal die besseren Häuser draus machen. Industrielle Eisenhütten produziert Eisenbarren im industriellen Ausmaß. Stahlträger und plus 20% Industrieproduktion automatisch sowieso nochmal. Dann kriegen wir hier den Schmuck her aus Edelsteinen und Goldbarren. Okay, plus 20 Wissenschaft durch Häuser. Dünger wird uns auch helfen. Die Sozialwissenschaften ermöglichen uns die Produktion von Motivations- und Leidenschaftskarten. Hier kommt die Uhr her. Hier ist die Baumwolle in Massen, Papiermühle in Massen, Elektrizität und hier Ölkraftwerk. Also für die Schmuckherstellung, das ist, glaube ich, jetzt so eine Sache. Wir brauchen Edelsteine und Goldbarren. Und oder Schokoladier kaufen wir auf jeden Fall. Edelsteine und Goldbarren. Wir haben hier Edelsteine in Borkhild, aber ich glaube, das Ding kriegen wir nicht. Das können wir uns nicht kaufen. Wo haben wir noch Edelsteine oder Gold? Ich glaube, dafür ist dann tatsächlich mal eine Kolonie nötig. Hier wären Edelsteine. Da wäre Gold. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo... Hier sind auch nochmal haufenweise Edelsteine, Edelsteine, Edelsteine. Haben wir irgendwo Edelsteine und Gold beieinander? Hier ist haufenweise Gold. Aber beides beieinander sehe ich natürlich nicht. Gold, Gold auf so kleinen Inseln. Ist auch immer ganz lustig. Was ist denn das? Ach, ist auch Kaffee. Also am nächsten dran wäre es hier. Ist mitten in der Wüste, oder? Vielleicht machen wir auch zwei kleine Kolonien. Eine Edelstein- und eine Goldkolonie. Weil also hier ist ja nun wirklich richtig was los. Ist natürlich wieder direkt neben Borkhild. Wobei, da würden wir schon fast hinkommen. Also wir könnten uns hier ausbreiten, hier hoch und da nochmal Kohle und Gold abbauen. Da müssten wir allerdings hier einen Tunnel machen. Das ist auch ganz schön weit. Also ich weiß nicht so genau, vielleicht machen wir doch lieber eine Kolonie da oben. Und dann, naja, die nächsten Edelsteine sind auch ganz schön weit weg hier unten. Das wäre cool, wenn wir das Bockett abnehmen könnten, aber das geht tatsächlich nicht. Schade. Aber das könnten wir erobern hier. Das könnten wir alles wegnehmen. Na gut, es ist der Winter schon fast wieder durch, oder? Sind wir gut durchgekommen? Ja, 4000 ist zwar jetzt nicht viel. Der frühe Frühling ist da, es regnet, es macht und tut. Aber alles läuft irgendwie. Das Ding benötigt Einstellung, weil wir da mit dem Logistikbüro noch nichts machen. Aber die Kaffeeröstereien sind ordentlich am Machen. Das scheint zu laufen. Da sind die Arbeitsplätze auch belegt. Lagerhaus kommt noch. Sieht alles gut aus. Trump starb an Altersschwäche. Ha, schön wär's. Na gut. 84 Häuser Stufe 6. 1 auf Stufe 3. Alles voll. Wohnraum, eine Bevölkerung weniger als Wohnraum, also wir müssen uns ranhalten. Noch mehr Häuser, noch mehr Nahrung. Wir machen weiter beim nächsten Mal, liebe Leute. Bis dahin, macht's gut.